Hallo Kinder, ihr seid ja auch da. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin's, eure Peppina. Und wisst ihr was? Mir ist heute so richtig langweilig. Ich habe keine Idee, was ich heute machen kann. War euch auch schon mal so richtig langweilig? Ja, ich glaube, so geht es jedem Mal. Vielleicht habt ihr sogar eine tolle Idee, was man gegen Langeweile machen kann. Das sind ja tolle Ideen, die ihr da habt. Was ist denn das? Ein Blatt? Wisst ihr denn, welche Jahreszeit wir aktuell haben? Genau, es ist Herbst. Und da kommt mir ja direkt eine tolle Idee. Wir könnten doch zusammen einen Waldspaziergang machen, super schöne Blätter sammeln und dann etwas daraus basteln. Wie wäre denn das? Da habe ich jetzt auch richtig Lust dazu. Dann schnappe ich mir jetzt meine Lupe, einen Eimer und ich würde sagen, wir benutzen einfach mal die Peppina-Zauberkraft und schauen, was passiert. Alle aufstehen, die Hände in die Luft und dann geht's los. Alle zusammen, ganz laut. Tee-Duff, Tee-Duff, super macht ihr das, weiter so. Tee-Duff, 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 wow! Da fällt mir doch glatt mal wieder die Lupe aus der Tasche. Kinder, dank eurer Hilfe habe ich es in den Wald geschafft. Und der gelbe Eimer ist sogar mit mir hier gelandet. Wow, da schauen wir uns doch mal direkt um, was es hier alles Tolles zu entdecken gibt. Wow, Kinder, schaut euch mal diese wunderschönen Blätter an. Das sind die Blätter von einer Eiche, diesem riesigen Baum, der hier hinter mir steht. Wow, wie alt muss dieser Baum wohl sein, dass er so hoch gewachsen ist? Und hier seht ihr eine Buche. Schaut euch mal diese schönen Blätter an und wie sie sich jetzt im Herbst verfärben. Von grün zu gelb und orange. Solche schönen bunten Farben. Hallo Kinder, schaut mal, ich habe noch ein wunderschönes Blatt entdeckt. Wir zählen zusammen mal, wie viele Zacken dieses Blatt hat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Zacken, ihr habt super mitgezählt. Das ist ein Ahornblatt. Und hier hinter mir seht ihr den Ahornbaum. Könnt ihr mir sagen, welche Farbe dieses wunderschöne Blatt hat? Das ist eine meiner Lieblingsfarben. Genau, gelb. Und das ist ein Birkenblatt. Hinter mir
Seht ihr den riesigen Baumstamm einer Birke? Den erkennt ihr ganz einfach an der Farbe. Der Baumstamm hat nämlich die Farbe weiß. Da müsst ihr einfach mal darauf achten, wenn ihr auch im Wald seid. Kinder, hört ihr das auch? Das werden doch keine Tiere sein. Los kommt, wir machen uns auf die Suche. Ich glaub es nicht. Jetzt wissen wir, was da so Geräusche gemacht hat. Rehe, Rot und Dammwild. Wow, was für schöne Tiere. Und jetzt gucken wir mal zusammen, was diese Tiere am liebsten fressen. Ihr helft mir. Was ist denn das? Ein Apfel, genau. Und das ist schon ein bisschen schwieriger. Genau, das sind Kastanien. Und das kennt ihr doch bestimmt alle. Das schmeckt super lecker. Genau, eine Karotte. Das fressen diese Tiere am liebsten. Damit darf man sie füttern. Von allem anderen bekommen sie Bauchschmerzen. Also kein Zucker, kein Brot und vor allem keine Wurst. Und vielleicht habt ihr ja auch diesen wunderschönen Dammhirsch entdeckt. Der trägt nämlich auf seinem Kopf ein riesiges Geweih. Nachdem ich jetzt so viele tolle Blätter gesammelt habe und sogar wunderschöne Waldtiere füttern konnte, schaue ich jetzt einfach mal zusammen mit euch, was es hier im Wald sonst noch Tolles zu entdecken gibt. Seht euch mal diese tollen Zapfen an, die sind von einer Lerche. Wow, die sind ja auch super zum Basteln. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Und was haben wir denn hier? Das sind ja Pilze. Die sehen ja wunderschön aus. Aber Achtung mit Pilzen, da muss man sich richtig gut auskennen, denn manche davon können giftig sein. Wie zum Beispiel dieser Knollenblätterpilz. Den dürft ihr auf gar keinen Fall berühren. Schaut mal die lustigen Birnenstäublinge an, die sehen noch aus wie Kugeln. So faszinierend, wie viele verschiedene Pilzarten es gibt.
Das ist ja auch super zum Basteln. Könnt ihr euch noch erinnern, was das ist? Das fällt im Herbst nämlich von den Bäumen. Und wir haben vorher gelernt, dass Rehe, Damm und Rotwild das super gerne fressen. Genau, Kastanien. Und diese Bucheggern nehme ich auch auf jeden Fall mit. Damit kann man bestimmt auch tolle Sachen basteln. Und zum Schluss packe ich noch ein paar Kiefer-Zapfen in meinen Eimer. Was für ein Abenteuer im Wald! Das hat ja mal sowas von viel Spaß gemacht und was wir für tolle Sachen gefunden haben, da kann ich jetzt jede Menge basteln. Also ab nach Hause und dann geht's los! Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und habe jetzt mal alles hier ausgepackt, was ich im Wald gefunden habe. Und wir haben ja heute 4 Baumarten kennengelernt. Und jetzt möchte ich von euch nochmal wissen, welche Blätter zu welchen Bäumen passen. Bestimmt habt ihr da super gut aufgepasst. Was ist denn das für ein Blatt bzw. für ein Baum? Dieses Blatt gehört zu einer Eiche, genau. Und das hier? Zu einer Buche, richtig. Jetzt haben wir das Blatt mit den Zacken. Zu welchem Baum gehört das? Zu einem Ahornbaum, genau. Und das letzte schöne gelbe Blatt, das konntet ihr euch bestimmt auch merken. Zu einer Birke. Genau, super. Das habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Und jetzt basteln wir daraus zusammen ein wunderschönes Bild. Schaut euch mal diesen süßen Igel an. Das ist doch ein richtig tolles Bild geworden. Mit einem bunten Herbstblatt und einer Kastanie könnt ihr auch richtig süße Gesichter zaubern. Also egal, was ihr im Wald findet und sammelt, daraus können sich wirklich super schöne Sachen basteln lassen. Tolle Figuren, tolle Gesichter. Egal, was ihr bastelt, ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Das hat ja mal
so viel Spaß gemacht, aus den verschiedenen Dingen, die wir im Wald gefunden haben, Sachen zu basteln. Also schnappt euch doch auch einfach mal Mama, Papa, eure Geschwister, geht in den Wald, sammelt tolle Sachen und danach könnt ihr super viele Sachen daraus basteln. Wenn ihr Lust habt, können auch eure Mama oder euer Papa ein Bild von euren gebastelten Sachen machen. Ihr ladet es auf Instagram hoch und dann kann ich es auch sehen. Das wäre doch mal super toll. Aber bevor ihr jetzt alle in den Wald stürmt, stopp! Wir tanzen und singen jetzt natürlich noch zum Peppina-Song. Also alle aufstehen und los geht's. Wir watschen alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stachelig. Das Nashorn stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Peppinas neuestem Hit. Eins, zwei, drei, alle sind dabei. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant. Die Hände in die Luft, die Luft, die Luft, die Luft. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant und freuen uns aufs nächste Mal mit Peppina. Liebe Kinder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und dass ihr dafür gesorgt habt, dass mir heute nicht langweilig ist. Denkt immer dran, wenn es mal schwer wird, nutzt einfach die Peppina-Zauberkraft. Tiduf, Tiduf, Tiduf. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.